Das LASK-Urteil steht fest. Der österreichische Fußball startet heute wieder. Und Toto Wolff steht vor dem Rücktritt. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. 2 Wochen nach Veröffentlichung der Videos des verbotenen Mannschaftstrainings vom LASK hat der Senat 1 ein Urteil verkündet. Der LASK wird wegen Verstößen gegen den Fairplay-Gedanken zu einem Abzug von 6 Punkten und einer Geldstrafe von 75.000 Euro verurteilt. Die Durchführung der verbotenen Mannschaftstrainings hat sich für die Oberösterreicher nicht bezahlt gemacht. Der LASK rutscht von Platz 1 auf Platz 2. Der Rückstand zu den Bullen beträgt nun 10 Runden vor Schluss 3 Zähler. Die Linzer wollen das Urteil laut eigenen Angaben nicht annehmen und kündigen Protest an. In ihrer Presseaussendung heißt es, dass das Urteil als unverhältnismäßig vom Club erachtet wird. Abseits vom LASK-Skandal startet heute endlich wieder der österreichische Fußball. Um 20.45 Uhr wird Schiedsrichter Dieter Muckenhammer das Unica ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau in der Lernwörthersee-Arena anpfeifen. Seit der Saison 2011-2012 haben sich die Bullen gesamt 13 der möglichen 16 Titel geholt. Ob der Underdog den Serienmeister ärgern kann oder ob sich der Favorit erwartungsgemäß durchsetzt, können Sie live im Sportkrone.at-Ticker mitverfolgen. Bei der gestrigen Clubkonferenz einigten sich einen Tag nach den Zweitligisten nun auch die 12 Bundesligisten auf 5 Wechsel pro Spiel und Mannschaft in der restlichen Saison. Dieser Beschluss wird heute Abend schon zum Einsatz kommen. Laut Liga-Aussendung soll diese Entscheidung fast einstimmig getroffen worden sein. Außerdem wurde die Transferperiode auf 3. August verschoben. Nicht nur in Österreich, sondern auch im Rest Europas erwacht der Fußball wieder aus dem Corona-Schlaf. Die teuerste Liga der Welt, die englische Premier League, legt laut BBC-Angaben am 17. Juni wieder mit Geisterspielen los. Und das mit einem richtigen Kracher. Am ersten Tag nach der Corona-Pause empfängt Manchester City im Topspiel Arsenal London. In der Premier League stehen noch 92 Spiele am Programm, deshalb sind fast täglich Matches geplant. Dominic Thiem hat gestern, trotz Startschwierigkeiten, auch das 2. Match bei den Generali Pro Series in der Südstadt gewonnen. Nach einem Verlust des ersten Satzes gegen den 20-jährigen Sandro Kopp mit 5:7 gewinnt der Weltranglistendritte den 2. Satz mit 6:3, den 3. Satz mit 6:0 und entscheidet damit das Match für sich. Thiem trifft am Samstag um 12 Uhr beim nationalen Tennis-Event in der Südstadt auf Staatsmeister David Pichler. Nur 2 Wochen nachdem Vettel sein Aus bei Ferrari bekannt gibt, folgt der nächste Paukenschlag in der Formel 1. Medienberichten zufolge soll Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff das Weltmeisterteam von Lewis Hamilton verlassen. Erst vor ein paar Tagen wurde der 48-jährige Österreicher zum besten Teamchef der Formel 1-Geschichte gewählt. Eine weitere Entscheidung steht in der Königsklasse des Motorsports bevor. Gesundheitsminister Rudolf Anschober geht davon aus, dass es unmittelbar nach Pfingsten eine Entscheidung über die Austragung der im Juli geplanten Formel-1-Rennen in der Steiermark geben wird. Am Red Bull Ring sollen nach den ersten 10 verschobenen Saisonrennen am 5. und 12. Juli die beiden ersten Läufe der Formel-1-WM stattfinden. Ob das vor 2 Wochen abgegebene Gesundheitskonzept der Veranstalter durchgeht, wird bald feststehen. Das waren die heutigen Schlagzeilen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und bis zum nächsten Mal im KRONE.at Sportstudio.